Am vergangenen Wochenende verwandelte sich der Hafen von Senftenberg in eine Festmeile. Das jährliche Hafenfest zog erneut viele Besucher an, die abwechslungsreiche Unterhaltung und das vielfältige kulinarische Angebot genossen. Frischer Fisch, deftige Bratwurst und vieles mehr ließen keine Wünsche offen. Entlang der Hafenpromenade reihten sich bunte Verkaufsstände aneinander. Die Kinder kamen ebenfalls voll auf ihre Kosten. Neben einem großen Riesenrad und weiteren Fahrgeschäften gab es zahlreiche Mitmachaktionen. Auf der großen Bühne sorgten verschiedene Musikgruppen für ein vielfältiges Programm. Das Feuerwerk war ein echtes Spektakel. Die bunten Lichter spiegelten sich im Wasser und sorgten für Begeisterung bei Groß und Klein. Insgesamt war das Hafenfest in Senftenberg ein voller Erfolg. Währenddessen fand in Spremberg das traditionelle Heimatfest statt. Hier stellten sich nicht nur die örtlichen Gewerbe und Vereine vor. Den rund 30.000 Besuchern wurde noch eine Menge mehr geboten. Live-Künstler auf der Freilichtbühne und den Bühnen auf dem Marktplatz, im Bullwinkel und in der Badergasse sorgten für Stimmung. Im musikalischen wie auch im sportlichen Sinne. Streetfood-Trucks auf dem Marktplatz und einen separaten Bereich, um auch mit den Kleinsten auf Entdeckungsreise zu gehen. All das hatte Spremberg für seine Besucher vorbereitet. Ein beliebter Treffpunkt war der Schaustellerpark mit dem 38 Meter hohen Riesenrad. Und einmal mehr war die Lasershow mit Feuerwerk ein außergewöhnliches Erlebnis für die Gäste auf dem Hang des Schwanenteichs.